Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Nier Automata. Beim letzten Mal, ja, sind wir hier in die versunkene Stadt und haben dieses Monster da erledigt. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder orientieren, wo wir eigentlich gelandet sind. Also wir sind wieder in der versunkenen Stadt, wie es aussieht. Aber wo genau sind wir? 2B to Bunker. Come in. Over. Operator to 2B? 2B, are you alright? Running system diagnostics. Core functionality appears intact. Thank goodness! Never mind that. I need a status report. Roger that. In regards to the giant machine that attacked the shore, it ceased its resistance 8 hours ago following your missile strike. 8 hours? However, its EMP strikes knocked out comms all across the region. We're having trouble getting them back online, which means data uploading is currently unavailable in some areas. Where's 9S? Yeah, about that. We picked up a faint black box reading, but it wasn't strong enough to lock down his position. If you found something, that means he must be alive. Put in a request to the commander for immediate approval to begin a search. Actually, the commander has already ordered us to prioritize tracking down surviving Yorha members. If you find 9S, let me know, okay? Will do. 2B out. Ja, und jetzt suchen wir 9S auf eigene Faust. Huh. I need you to scan for any nearby black box signals. Yeah. Scanning complete. No signals detected. Na, klasse. However, a dynamic scanner is required for detection of weaker signals. Never heard of it. Said dynamic scanner may be located in the resistance camp. Proposal. Further information should be obtained from the resistance leader. Let's go. Ja, na dann. Machen wir das doch. Ich meine, der hat ja immer ganz gute Ideen. Huch. Das ist doch ein Yorha-Mitglied da, die scheint erledigt zu sein. Der kann man wohl nicht mehr helfen, wie es aussieht. Da liegt noch eine. Na gut. Dann suchen wir mal nach diesem dynamischen Scanner. Die Typen da lasse ich jetzt ganz ehrlich einfach in Ruhe. Wir haben jetzt echt Wichtigeres zu tun. Wir müssen nämlich 9S finden. Und dafür habe ich jetzt keinen Bock, mich mit irgendwelchen Minimaschinen hier abzugeben, die sowieso nichts drauf haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, und die Maschine kann da auch gerne schießen. Ach so, wir können jetzt nicht... Ach so, das meinte sie mit... Ach doch. Warte, wir müssen nur die Maschine hier vielleicht ausschalten, dann können wir uns vielleicht auch wieder teleportieren. Aber ich glaube, sie hatte ja sowas gemeint wie... Im Widerstandslager können wir natürlich nicht... Aber wir können zumindest Mitte... Oder nahe Tor. Na, dann gehen wir Mitte, denke ich. Das ist immer noch, glaube ich, kürzer, als wenn ich jetzt nochmal durch die gesamte Kanalisation laufe. Das meinte sie also mit, nicht alles ist wieder voll funktionstüchtig. Na gut. Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ich meine, so weit ist es ja jetzt auch nicht bis zum Widerstandslager. Das könnte man im Notfall auch laufen. Nach Möglichkeit würde ich das aber ungern tun. Schade, dass das Ding gerade im Widerstandslager kaputt ist. So, weißt du was? Elch... Leckt mich ganz ehrlich, ich ziehe jetzt hier weiter. Ich lasse mich doch jetzt nicht von euch hier irgendwie umhauen und der Elch hatte gerade keinen Bock auf mich, leider. Ja, ich glaube, wenn die sitzen, kann man die noch nicht reiten. Das heißt, die müssen erst aufstehen und wenn da Maschinen in der Nähe sind, dann dauert das ein bisschen zu lange. Ich wollte eigentlich nach oben. Das ist schon wieder Emil, ey. Was ein Kunde. Da sind auch, guck mal, da sind auch Maschinen. Ich meine nicht, dass der Access Point jetzt irgendwie mega wichtig wäre, weil das Widerstandslager fast in der Nähe ist, aber... Ich meine, es ist ja schön, das Ding mal wieder freizuschalten nebenbei, ne? So. Dann können wir hier theoretisch auch wieder hin. Sehr gut, aber zum Widerstandslager können wir trotzdem noch nicht. Müssen mal gucken, was da los ist, warum wir uns da nicht hin teleportieren können, nicht, dass da auch Maschinen sind. Ganz ehrlich, Leute, leckt mich. Habe ich keinen Bock auf euch jetzt. Kein Bock und keine Zeit für euch. So, die ist ja jetzt inzwischen komplett im Arsch, die Maschine. Mit der können wir auch nicht mehr reden. Aber das ist jetzt sowieso nicht das, was wir wollen. Wir brauchen den dynamischen Scanner. Und den holen wir uns jetzt aus dem Widerstandslager hoffentlich. So, hoffentlich steht da noch alles. Wie gesagt, wenn wir da nicht hin teleportieren bzw. hinreisen können, dann ahne ich schon das Schlimmste. Oh nö, hier sieht es eigentlich recht gut aus. Warum können wir denn hier nicht lang? Ey, hier, sag mal an. Dieses Terminal ist derzeit leider außer Betrieb. Hm, toll, danke. Ah, ist ja hilfreich. So, das ist nur ganz normal der Shop wieder.
What's up? I'm looking for something called a dynamic scanner that can detect black box signals. A dynamic... Oh, you must mean the one the twins built. I think they're just back from an expedition, actually. You should see some red-haired androids over there. Try talking to them. Alles klar. Wo sind sie denn? Those twins, they... Yes? Actually, never mind. Okay. Dann reden wir mal mit den beiden. What do you want? Easy, Devila. There's no need to be so confrontational. And you don't have to trust every idiot that wanders by. I'm sorry about that. Can we help you? Naja, ich brauche einen Scanner. I need a scanner that can detect faint black box signals. Ah, yeah. I was tinkering with something like that a little while back. Here, if you want it, it's all yours. That chip should help with your search. Once you install it, it can detect black box signals, quest objects, all manner of things. You'll hear a sound whenever it finds something. And if it ever bugs you too much, you can always pop it back out. Let us know if there's anything else you need from us, okay? And don't think this makes us friends. Oh, Devila. Okay, die sind nicht gerade nett, aber soll mir egal sein, die haben mir den Scanner gegeben. Also was heißt nett, nett sind sie schon, sie haben mir den Scanner gegeben, aber freundlich meine ich. So, dann gucken wir mal Pod-Programm. Anstatt der Bombe packen wir da mal den Scanner dann drauf. Wir können jetzt hier scannen, theoretisch, alles klar. So, dann nichts wie zurück zur, ja, zur versunkenen Stadt müssen wir ja jetzt wieder. Das heißt, I picked up a response on the scanner. Achso, hier ist theoretisch, ja man, this might be useful. Man findet damit theoretisch auch alle möglichen. Target 9S was caught in a large explosion over the water. Proposal, the search for 9S should commence in the flooded region. Ja, ja. Schon dabei. It's funny, you're oddly chatty today. Affirmative, as a support unit, I am capable of engaging in conversation as necessary. Proposal. 2B should initiate conversation more frequently. Proposal denied. Oh, der arme Pott, der tut einem ja fast leid. So, kann ich hier schnell ran? Sehr gut. Bevor Emil kommt und das ganze Ding wieder kaputt macht. So, wir müssen wieder zurück. Wo ist das Ding denn? In die versunkene Stadt da. Und da jetzt nach 9S suchen. Tschüss, Emil. Ich mach mich mal hier in den Automaten. Wie die Dinger halt einfach als Automaten getarnt sind. Eigentlich auch lustig. Wäre einfach viel lustiger, wenn da auch was drinstehen würde. Aber gut, das wäre wahrscheinlich zu auffällig. Weil, warum sollten heutzutage noch Automaten existieren? Maschinen brauchen ja nun wirklich nichts. Androiden brauchen ja auch nur Wasser. Die ziehen die Energie aus dem Wasser, wie wir gehört haben. So, dann suchen wir mal. Das sollte ja jetzt nicht allzu schwer werden mit dem Scanner, denke ich. Ich muss wahrscheinlich aber diesmal jetzt wirklich die Maschinen erledigen, ansonsten kann ich ja niemals in Ruhe suchen. Ja, ich glaube, die hau ich mal weg, sonst komme ich hier nicht zum Suchen. Und tschüss. Aber zum Glück halten die nicht allzu viel aus. Wie die Musik auch langsamer wird, sehr schön. Gefällt mir. Das Ding muss ich unbedingt nochmal aufbessern. Wollte ich das nicht aufbessern? Naja, gut. Können wir alles auch noch später machen, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, ein bisschen... Wir haben ja irgendwie dann auch noch mal Zeit, ne? Aber jetzt erstmal ein S finden, das ist erstmal Priorität 1. Also, die hatten wir ja vorhin schon gesehen. Ich dachte gerade, wir hätten ihn schon gefunden. Das wäre natürlich lustig gewesen. Hätten wir den blöden Scanner nicht gebraucht. So, komm schon her, Freundchen. Und tschüss. Komm schon. Sehr gut. Level up, sehr gut. So, hier sind auch noch ein paar. Vor allem sind das alles diese Fliegen, dann muss das denn sein. Ihr seid echt nicht spannend, Freunde. So, der wäre, glaube ich, erledigt. Jawohl. Und damit bleibt nur noch der eine hinter mir. Sehr gut. So, dann schalten wir jetzt auf den Scanner und scannen mal. Toll. Ich suche nach Androiden, verdammt. Eine schwarze Perle, die brauche ich zum Aufwerten von irgendwas, das weiß ich zufällig. Ist irgendwas? Wo ist denn hier was?
Körper ist das? Nee, das ist ja... Das ist ja ein Spielerkörper. Hier ist was? Ah, guck mal, da ist ein Androide. Lifebox-Signal detected. Life functions operational. Pod, employ a check module and a logic virus vaccine. Easy. I've contacted the bunker. They should be here soon. Thank you. We are currently searching for a missing Yorhai unit, designation 9S. Should you possess any information on the subject, please disclose it at once. Please, anything will help. 9S, that's that kid who was with you, right? I saw him all right. That explosion sent him flying. Which direction? Hard to say. I'll take my best guess at a landing spot and transfer the data to you. Thank you. You should stay here until the rescue team arrives. Target location data obtained. Marking on map. Sehr schön, wo ist denn das? 9S finden. Leichter gesagt als getan. Target Location Data, da drüben. Was ist denn hier in der Nähe? Ruinen, Untergrundhöhle. Ist das das Widerstandslager? Ruinen, Untergrundhöhle. Warte, hier ist das. Hier ist der Park. Das kann ich mal wegnehmen gerade. Stört mich ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Bei Ruinen. Also Ruinen, Untergrundhöhle war ja da, wo die Aliens waren, aber das scheint. Ich vermute mal fast... Ach, warte, das ist... Ich hab's gerade gesehen. Ah, okay. Das ist bei der Kanalisation irgendwo. Wo wir... Also bei der Kanalisation... Oh, warte, lebt die noch? Huch. Ich war doch auch gar nicht im Wasser. Warte mal, hatte die noch gelebt? Ich konnte mit der gerade interagieren. Ich meine, so nett will ich ja mal sein. Dass ich die nicht einfach liegen lasse. Auch wenn wir eigentlich nach einer NS suchen. Das Blackbox-Signal zeigt keine Abweichung. Allerdings ist offenbar ihr Sprachkern beschädigt. Armes Ding, das wird schon wieder, keine Sorge. Pod, sende ein Rettungssignal zum Bunker. Bestätigt. Sehr gut. Finden wir ja noch mehr? Können wir noch mehr finden? Da liegt noch jemand. Wer bist du? Keine Sorge, ich bin... Nein, geh weg, du gefällst mir nicht. Vorschlag, Furchtfunktion deaktivieren. Nein, geh weg, ich hasse dich. Ich hasse... Tut mir leid, dass ich dich so erschreckt habe. Bleib einfach hier und warte, bis Hilfe kommt. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich so ein paar Leute retten, ne? Ja gut, die hatten wir ja jetzt schon, das ist sie. Ich meine, vielleicht finden wir noch jemanden. Ja? Ah, da ist noch jemand. Sehr gut. Wo bin ich? Keine Sorge, ich habe ein Rettungssignal zum Bunker gesendet. Wir suchen derzeit nach einer vermissten Yorhai-Einheit mit der Bezeichnung 9S. Sollten Sie Informationen zum Thema besitzen, so geben Sie diese sofort aus. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Schön in Ordnung, bleib einfach hier und warte, bis die Verstärkung kommt. Wir haben ja schon eine Information... Ja gut, wir können natürlich auch nicht sicher sein, ob die echt, also ob die wirklich auch uns zu 9S bringt. Reines Wasser. Schwarze Perle. Ich glaube, jetzt kann ich sogar theoretisch wieder eine bestimmte Sache verbessern. Aber fragt mich nicht, was genau. So, ich glaube, wir müssen jetzt in die Kanalisation. So, ich glaube, mehr Yorhai-Einheiten finden wir hier tatsächlich nicht. Ich meine, wir können zwar immer irgendwelche versteckten Sachen noch finden, aber ist jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Wir schalten mal auf unseren typischen Pod und gucken jetzt mal, wo hier... 9S zu finden sein soll. Irgendwo in Richtung der Kanalisation war das ja. Aber die ist groß. Das kann natürlich auch außerhalb der Kanalisation sein. Nicht einfach auf jeden Fall. Und hepp. Da liegt hier viel Zeug rum. Ich frage mich, wie sauber... Wobei, das, vielleicht ist das Wasser auch gar nicht so dreckig, weil wer soll es denn eigentlich groß verschmutzen, ne? Die Maschinen mit ihren Teilen vielleicht. Okay. Oh, super. Da drüben? Irgendwo da drüben. Jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder nach oben kommen. Dann auch von oben. Ich muss irgendwie da rüber. Ich muss, glaube ich, erstmal hier rum, um nach oben zu kommen.
Bloß nicht ganz nach unten, wo die blöden Würmer wieder rumstehen. Okay, wo ist er denn, der gute 9S? Jetzt bin ich doch wieder hier. Das war ja clever, mein Freund. Das war ja richtig clever, wieder an derselben Stelle rauskommen. So, einfach hier hoch. Ich weiß halt nicht, auf welcher Höhe das sein soll, muss ich gerade sagen. Aber gut, sie kann halt nur ungefähr sagen, wo er gelandet ist, ne? Woher soll sie wissen, wo er genau gelandet ist? Irgendwo da hinten? Kann man hier rein? Komme ich doch gar nicht nach da hinten. Das ist das Problem, vielleicht von hier oben? Da über das Haus? Ich komme ja gar nicht nach da hinten, das ist das Problem. Moment, ich guck mal ganz kurz. Ich vermute mal fast, dass es wieder irgendeinen unterirdischen Eingang geben könnte, den wir finden müssen. Wir suchen den mal gerade. Bis gleich. 9S should have landed around here. Alert. Faint black box signal detected. The transmission seems to be coming from an underground cave network. Oh, das war der Trick. Man soll einfach ganz nach unten wieder, wo wir schon mal waren. Frage ist jetzt hier in der Richtung. Oh, Tag auch. Wir sind Stufe 1 gewesen gerade? Was soll das denn? Warum greift mich hier denn Stufe 1 an? Das war schon ein bisschen traurig. Naja, wenn sie meinen. Okay, einfach hier unten doch, wo die Aliens waren. Ich dachte, woanders vielleicht. Hier sind auf jeden Fall Androiden. Könnte durchaus sein. Why are there dead androids here? No black box signals detected. Aber bin ich überhaupt richtig? Ich muss eigentlich hier irgendwo. Vielleicht hier nach rechts? Man sieht hier echt nicht viel. Hier sind auf jeden Fall viele tote Androiden. Would 9S have made it this far inside? Alert. Possible enemy ambush ahead. Don't care. Ach so, 9S ist scheinbar entführt worden vom Feind. Und dann schauen wir doch mal, ob wir ihn auch finden können, den Feind und vor allem natürlich 9S. Das wäre zumindest eine schöne Sache. Aber interessant, okay, irgendwo in einem Fahrstuhl. Also in einem Fahrstuhl hätte ich ihn natürlich als letztes vermutet, muss ich mal sagen. Wahrscheinlich ist er da in dieses Loch gefallen. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier? Was zur Hölle ist das denn? Das wirkt nicht wirklich sicher, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten überall. Analysis. This area is composed of crystallized silicon and carbon. Further details unknown. Who built it? Unknown. Ich rieche ja irgendwie eine Falle, vor allem bei den ganzen Androiden hier. Wird mich nicht wundern. Wenn man wollte, dass wir diesen Ort finden. What's with the corpses? It is unlikely the Yorha units came this far on their own. Hypothesis. The enemy must have placed them here deliberately. Genau das habe ich mir auch gedacht, Pot. Wir sind einer Meinung. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ist das eine Kirche? Aus Silikon und Kohlenstoff. Okay. Aber wo ist jetzt 9S genau? Welcome to my beloved city. I, or we, machine life forms, I suppose, have a keen interest in humanity, love, family, religion, war. The more human records I unearth, the more charmed I am by their complexity.
This city is one of many areas I created out of a desire to understand, to know humans. It's grand, don't you think? Almost spiritual. And yet it's currently nothing more than an android graveyard. I seek to learn and adopt all facets of humanity. Some desired love, others family. Okay. Only then did I realize the truth. Oh, er hat the core of humanity is conflict. They fight, steal, kill. This is humanity in its purest form. You know nothing about humanity. Have I offended you, little android? Did I speak ill of your beloved humans? The truth can be so painful. I strive to attain nothing less than the essence of humanity itself. We machines exist in a connected network. We are immortal, invincible. And yet, within all those infinite bits of data, there exists not even the merest flicker of being, of life. Death, even the concept of death, has no meaning to us. Thus I decided that I shall risk my life in battle. I have severed my connection to the network. Now, let us embrace death. Okay, jetzt geht's also wirklich los. Ja, also im Prinzip, was er ja gesagt hat, wir haben ja schon herausgefunden, dass die Maschinen alle in ihrem Netzwerk zusammen verbunden sind. Und das ist auch der Grund, wieso sie im Prinzip nicht sterben können, weil ihre gesamte, wie bei den Androiden im Prinzip beim Bunker, ist ihre gesamte Existenz mehr oder minder quasi in ihrem Netzwerk gespeichert. Das heißt, selbst wenn sie sterben, können sie quasi wieder aufgebaut werden. Und ja, im Prinzip ja, hat er sich jetzt quasi also vom Netzwerk getrennt, um einen Kampf auf Leben und Tod zu haben, damit er quasi dieses Konzept des Todes überhaupt verstehen kann, damit er versteht, was es bedeutet, um sein Leben zu kämpfen. Ziemlich dämlich, wenn ihr mich fragt, weil wir haben uns ja nie vom Bunker separiert. Das heißt, wir sind theoretisch immer noch mehr oder minder unsterblich. Das Einzige, was uns passieren kann, ist halt, dass wir unsere Erlebnisse bis zum letzten Backup des Bunkers nicht mehr zurückkriegen. Aber ich meine, gut, wenn er das unbedingt will, ich meine nicht, dass er irgendwie eine Chance hätte, wenn wir mal ehrlich sind. Vor allem, wenn ich meine richtigen Waffen hier mal benutze. Dieser Schild geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, mein Freund. Darf ich das mal sagen? Wo ist er? Ach, da. Ach, da. Teleportiert er sich einfach wieder. To find 9S. Ah, 9S. Der freut sich aber. Oh, I do enjoy this. I prepared this just for you. I mean, after all, we all need something to fight for, don't we? You son of a... I'll kill you! Yes! That's it. That's the feeling. Pure hate! Come to me!
Na, der freut sich aber auf den Kampf, ne? Na gut, jetzt kriegt er aber volles Pfund aufs Maul. Jetzt ist er zu weit gegangen. Dein komischer Schild wird dir auch nicht helfen, Freundchen. Ach Mist, ich sollte ihn vielleicht doch anvisieren. Oder vorher ungefähr gucken, wo ich hinschieße. Der blöde Schild geht mir mega auf den Sack, muss ich sagen. Da muss ich halt meine Mega-Fähigkeit benutzen. Die es mir erlaubt, einfach mal dreimal so schnell im Endeffekt zu sein wie du. Ganz ruhig, Kollege. Er hat auch Projektile. Seit unserem ersten Kampf hat er sich ganz schön weiterentwickelt. Ihr erinnert euch, damals in der Wüste war ja der erste Kampf gegen ihn. Seitdem ist er echt eine Menge stärker geworden. Aber gegen uns hat er trotzdem nicht den Hauch einer Chance. Das geht auch immer noch wie damals in der Wüste. Es ist doch im Endeffekt genau das gleiche Spiel. Ja, aber manchmal kriege ich ihn nicht. Ich glaube, wenn er gerade quasi in der Attackenanimation ist, kann ich ihn nicht hochziehen. Aber diesmal reicht's. Na, willst du immer noch kämpfen? Glaubst du echt noch, dass du eine Chance hast? Dein Kampf auf Leben und Tod wird mit deinem Tod enden. Ist es Death? So dark, so cold. Ninas! Come on, let's go home.